Hallöchen und herzlich willkommen heute bei einer neuen Runde StarCraft 2 1 vs 1 mal wieder auf Königstrand.de gegen den Raven King. Mal wieder ein Terraner. Hey, ich habe bis jetzt ein Spiel gegen Protoss und sonst 5 Terraner oder 6. Sehr gut, richtig, richtig toll. Gefällt mir, dass ich nur Terraner bekomme. So, eigentlich will ich mal kein Baneling Push spielen, aber uneigentlich mag ich halt Terraner nicht, ne? Also muss sowas kommen. Es hilft ja alles nichts. Es muss einfach sowas kommen. Was soll ich machen? Makrotechnisch schaffe ich Terraner noch nicht. Da bin ich zu schlecht. Keine Ahnung. Wenn der Terraner gut ist. Und selbst dann bin ich kämpferisch mit Position, Nishing und dies und jenes und das. So. Na, nicht schlecht, aber unvermögend. Ich nenne es mal unvermögend. Das nicht, dass es nichts wird. So, wird jetzt hier auch wieder die Echse schön denied oder möchte er die nicht denied? Vielleicht mal Glück oder? Da möchte die auch denied, das ist mir egal. Soll er sie denied, nehme ich die nächste und extrait nochmal. Aber erstmal baue ich Gas und Pool. Was baut er? Er baut kein Gas. Das sieht mir aus nach Proxy. Proxy Barracks. Würde ich vermuten. Nein, nicht alle. Ah. Was war denn das für ein Move? Warum ist denn... Ich hatte schon meine kompletten Dings zu hauen. Steuerungsgruppen. Ich muss scouten. Er baut da einen Bunker. Okay. Er will mich also rushen. Also muss ich auch irgendwo eine Barrack stehen. Vermute ich mal. Da kommt schon der erste Marine. Okay, totaler Cheese. Es kommt einmal totaler Käse. Und ich weiß nicht, ob ich den noch abwehren kann. Gut, der Bunker dürfte theoretisch nicht fertig werden. Also, bei besten Willen nicht. Hat er keinen Bunker, also reißen wir die Bunker ab. Und holen uns die Barracks. Und tun natürlich jetzt Echsen. Die müssen hier irgendwo stehen. Okay, er ist weggeflogen, das ist natürlich noch besser. Dann gehe ich zu ihm. Dann kriegt er den Spaß jetzt ab. So, wo ist die nächste Queen? Noch nicht fertig. Metamorphose abgeschlossen. Ja, kostet ihn alles Mineralien, ist okay. Mir nicht. Auch müssen wir doch ein Banning-Nest spielen, es hilft alles nichts. Da hat es schon die Echse stehen. Du dorthin und die nächste Echse nehmen. Warum? Stimme weg. Warum meint gerne mehr Gas? Das ist auch hier, weil die mich angegriffen hatten. Und dann brauche ich echt Würke ohne Ende. Und die beiden Queen müssten erstmal was verteidigt bekommen. Wird er da gleich erschossen?
So, kann ich Schnupptecken? Nee. Geh jeden Fall auf Muten jetzt mal, was soll's. Komm, da haben wir Vespingas. Oben weiter hoch. Da ist noch keine Echse, dort ist noch keine Echse. Möchte er jetzt einen Planetary Rush machen oder was möchte er tun? So, wir wollen einfach nochmal gleich noch ein paar Queens dazu. Nach den Overlords. Denn er kommt jetzt mit Aliens an. Wir müssen es halt verteidigt bekommen, das wäre echt knorke. So, Mutterbau. Wo setze ich denn den hin? Den setze ich mal hier in die Ecke. Kann ich ja gleich bringen. So, natürlich Creep Spread, den darf man nicht vergessen. Da kommt was. Ein Drop. So, dann Lehrlinge, der Drones. Natürlich noch viel, viel mehr Gas. So, möchte er weiter droppen. Er wird bestimmt jetzt Echsen. So, injecten, total vergessen hier hoch. Da könnte noch eine Queen hin. Mutterbau ist da, wir bauen mal ein paar Muten. Oder erstmal ein paar Overlords. Hier die injecten man nicht so viel. Was macht ihr hier? Vier Drones hier einfach mal nichts tun. Da muss ich mich nicht wundern, dass ich nicht genug Minerals habe. Wobei ich jetzt wieder mehr Gas bräuchte. Dritte hat er noch nicht. Wir gehen trotzdem noch ein bisschen rumscouten. Und setzen auf dicken Muten. Wobei danach vielleicht einen Switch. Ne, wir setzen komplett auf Muten. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. So. Wir brauchen mehr. Oh, kam gerade. Wir tecken hoch. Wir gehen dann auf Droplords. Link Baning. Baning noch vorbereiten. Zwei mal Upgrade noch vorbereiten. Da kommen Helions. Die können gerne kommen. Ich brauche mehr Vespingas. So, Linge dazu. So, dann nehme ich mal alle Muten und guck mal vor, was geht. Und nehme Banding Upgrade, tacke weiter hoch. Baut 10.000 Drohnen, baue Overlords und nehme eine Echse. Und hoffe mal, er hat keine Tower, hat er nicht.
brauche noch ein paar mehr Muten. So, wir gucken mal, was wir weitermachen. Upgrades auf jeden Fall nehmen. Könnten jetzt noch Ulis dazu theoretisch schon mal nehmen. Und natürlich noch das Sling Upgrade mit mehr Attack. Brauchen nochmal 100.000 Linge. Muten, haben wir noch mehr Muten wieder? Ne, hab ich keine Muten mehr gebaut. Scheint so. Er hat auf jeden Fall überall Türmchen. Aber es hat ihn auf jeden Fall eine Echoline gekostet. Stimm dich ruhig tot, das mag ich. Keine Türmchen. Würde meines okay, gehen seine auch drauf. Meine Muten leben noch. Das heißt, es kommen jetzt gleich von mir Bailinge. Und zwar ohne Ende. Ah, da sind doch noch Muten. Okay, da ist er. Hat ja einmal alles verloren, das ist sehr schön. Wir haben nichts verloren. So muss es sein. So, wir nehmen Upgrades. Uli Upgrade auf jeden Fall. Habe ich hier das Gas bemeint? Habe ich natürlich nicht. Und ich habe viel zu wenig Drohnen. Und viel zu wenig Injects. Komm, injecten. Danke. Wir gucken nochmal. Hier noch ein bisschen Club Spread. Hier ein paar Bailing jetzt. Mehr Linge. Mehr Overlords. So, er soll ja denken, er ist in einer guten Ausgangslage jetzt. Und wir brauchen noch weitere Dinge. Wir brauchen noch viel mehr Upgrades. Hier haben wir noch Linge. Wir nehmen noch auf jeden Fall die vierte. So, wir könnten hier noch ein paar Drohnen. Okay, ich nehme gleich da vorne die Drohnen. Hier können ein paar weg, nehme ich. Kommt ihr dahin? So, dann bauen wir noch ein paar Ullis. Dann würde ich sagen, wir machen mal einen kleinen Run-By mit diesem Link dort. Denn er hat wieder etliches verloren. Ich hoffe, wir können das ausnutzen. Das scheint gut zu sein. So, und dann machen wir mal vorne einen kleinen Go. Habe ja wieder ein bisschen Echo weggeräumt. Passt soweit. Er fliegt alles weg, okay. Ja, dann muss ich ja doch noch Flieger bauen. Was wird er denn? Eier suchen. Mineralienfeld, Mineralienfeld erschöpft. Wir brauchen mehr Vespingas.
So, meine Muten müssen überall abfliegen. Noch mehr Muten bauen. Hier, dahin. Dahin. Hier oben alles wegknüppeln. Ihr könnt dorthin. Ihr könnt schon mal in die Ecke. Ach ja, Terraner, der nicht rausgehen will. Habt ihr diese Barrick da oben erwischt? So, jetzt muss ich leider, ne, wieder alles hier absuchen. Es tut mir leid, aber der Gegner möchte halt nicht rausgehen. Hallo, da lang. Zack, 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 zack. So, dann bauen wir noch ein Hydra-Nest. Das brauchen wir eigentlich nicht. Ach, Flieger reichen eigentlich. Ja, nicht mehr die schafft er. Nicht mal die hat er geschafft. Wir brauchen mehr Vespin-Geysir. Erschöpft. Mineralienfeld. So, und wir suchen natürlich weiter. Er hat eh nichts mehr zum Ausladen. Wir könnten noch Mutter-Upgrades nehmen. Und spreaden mal die Overlords noch. Nehmen vielleicht noch Overlord Speed vorher. Ah, Overlord Speed wollte ich. Da war doch was. Wo ist es denn? Ah, das ist so nervig. Das zieht die Folge einfach nur in die Länge. Und hundertprozentig habe ich immer noch nicht alles, ne? Irgendwo wird noch irgendwas rumfliegen. Mineralienfeld erschöpft. Ja, die sind mir doch egal, deine komischen Typen. Ja, irgendwo ist noch was, ey. Da ist noch was. Es wird natürlich angezeigt, das ist schön. Hoffentlich ist es auch das Letzte. Zack und GG. Ja, sorry für das lange Spiel, ne? Ich kann nichts dafür. Aber ich habe wieder einen Terraner besiegt. Hey, läuft bei mir. Langsam komme ich voran. Und wir haben den Washest, haben wir nur EP verdient, noch nichts weiter freigeschaltet. Also dann bis zur nächsten Folge und tschüssi, euer Rob.